Ich selber schaue mir super gerne What's in my camera bag Videos an und mir ist aufgefallen, ich habe selber noch gar kein Video gemacht, was in meinem Kamerarucksack alles dabei ist, wenn ich auf Reisen bin, und dem wird jetzt heute Abhilfe geschaffen. Das Setup steht, wie ihr seht. Ich will gar nicht weiter schnacken, gehen wir direkt rein. Fangen wir mit dem Herzstück an, das ist die Kamera. Bei mir ist es aktuell die Sony A7 IV und ich liebe diese Kamera. Es ist eine Hybridkamera und da ich beides mache, das heißt, ich fotografiere und videografiere, aber auch, ist es für mich einfach tatsächlich die perfekte Kamera. Mit dem 33-Megapixel Vollformatsensor hat man noch genügend Reserven, wenn man mal ins Bild reingucken muss. Das seht ihr bei diesem Foto hier. Das heißt, es ist stark zugeschnitten und man hat immer noch eine super tolle Auflösung. Die ISO-Empfindlichkeit bei dieser Kamera ist einfach mega, mega gut. Ich konnte letztes Jahr Eulen videografieren hier bei mir in der Umgebung und es war schon sehr duster. Und ihr seht, dass kaum Rauschen da ist, obwohl die ISO wirklich weit über 10.000 lag. Der Akku hält bei mir. Reicht für einen Dreh oder für einen Tag, wenn ich unterwegs bin. Das einzige Manko bei dieser Kamera ist, dass die halt relativ schnell warm wird. Das ist so ein sogenannter Überhitzungsschutz. Und dann kann es sein, dass während man Videos dreht in 4K mit 60 Frames, dass sie halt sehr schnell heiß wird und dann einfach ausgeht. Das kann man im Menü ausstellen. Aber das solltet ihr bedenken, wenn ihr jetzt unterwegs seid und ihr filmt wirklich mal irgendwie 50, 60 Minuten am Stück. Dann kann euch das tatsächlich zum Verhängnis werden und die Kamera muss abkühlen. Welche Linse habe ich vorne an der Kamera dran? Nun, das ist bei mir seit gut einem Dreivierteljahr das Sony 16-35-2.8 der ersten Generation. Und das ist für mich, für meine Verhältnisse, für das, was ich mache, die perfekte Linse tatsächlich. Die Range von 16-35 ist für mich mega, mega gut. Ich kann sowohl super Weitwinkel fotografieren mit 16 mm, habe aber auch den klassischen 35 mm. Die Linse hat einen 82 mm Durchmesser vorne, das heißt, es ist variabel für die ganzen Filter, die vorne drauf kommen. Die Abbildungsqualität ist 1A und hier seht ihr ein paar Fotos, die ich mit der Linse gemacht habe. Ich will diese tatsächlich nicht mehr missen. Ich hatte vorher einen 20 mm Festbrennweite, ebenfalls als F2.8. Die 20 mm waren für mich aber nicht weitwinklig genug und mit 16 mm habe ich die perfekte Weitwinkellinse für mich gefunden. Neben der Kamera habe ich natürlich auch noch eine Drohne und bei mir ist es aktuell die DJI Air 3 mit dem Controller der DJI. Ich würde immer einen Controller bei einer Drohne mitnehmen, weil das Display einfach größer ist, es ist heller, man sieht mehr. Und der Akku des Handys geht nicht so schnell alle. Und ich habe damit auch einfach eine bessere Verbindung. Die Drohne, ja, das sage ich quasi bei jedem Stück hier. Ich liebe diese Drohne. Sie ist ein bisschen schwerer als die Mini 3 Pro oder die Mini 4 Pro. Sie wiegt, glaube ich, knapp unter 800 Gramm. Dementsprechend solltet ihr einen kleinen Drohnenführerschein machen, damit ihr diese fliegen könnt. Müsst natürlich die ganzen gesetzlichen Bestimmungen einhalten, aber diese Drohne ist super windstabil. Ich hatte die mit in den Dolomiten, ich hatte sie mit auf Island, ich hatte ja quasi sie mit in jedem Urlaub von mir. Hatte vorher die Mini 3 Pro, bin upgraded auf die R3, einfach weil sie ein bisschen windresistenter ist. Sie hat eine Telekamera mit 70 mm. Da könnt ihr super coole Parallaxaufnahmen mitmachen. Das heißt, ihr habt ein Objekt im Vordergrund und der Hintergrund zieht hinten ganz schnell vorbei. Ja. Omnidirektionale Sicherheitskameras habt ihr. Das heißt, ist überall gesichert, hat Kameras oben, unten, hinten, sodass ihr quasi nirgendwo gegenfliegen könnt. Ja, auf jeden Fall ein sehr sicheres Fliegen. In Island ist mir die Verbindung zweimal abgebrochen, als ich unterwegs war. Ich war mit der R3 über 3 Kilometer weg und die Verbindung ist abgebrochen. Und bei DJI ist es so, dass die
Kamera dann quasi den Weg zurückfliegt zum Startpunkt und sobald sie wieder ein Signal hat, konnte ich die Kamera wieder steuern. Und ja, also super sicheres Fliegen, nicht nur bei der R3, sondern generell bei den DJI-Drohnen. Wenn ihr euch da eine zulegen wollt, kann ich DJI auf jeden Fall empfehlen. Als nächstes möchte ich euch mein Handy vorstellen, was auch immer mit dabei ist, wo ich super viel mit aufnehme. Damit mache ich tatsächlich meine ganzen Vlogs, neben der Osmo Action 3, die zeige ich euch gleich noch. Und hiermit sind auch tatsächlich super schöne Fotos schon mit entstanden. Aktuell ist es bei mir das iPhone 13 Pro. Wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich upgrade ich dieses Jahr auf das 16 Pro. Ja, weil das schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ist es nicht schlecht. Aber ich bin gespannt auf den 48 Megapixel Ultraweit-Sensor. Und ja, von dem 15 Pro habe ich mir schon einige Videos angeguckt und das 16 Pro wird ja eh nicht dazu sein. Und ja, daher werde ich wahrscheinlich dieses Jahr upgraden. Osmo Action 3 habe ich gerade schon erwähnt. Die ist auch immer in jedem Urlaub bei mir dabei. Das ist quasi so meine zweite Vlogging-Kamera neben dem Handy. Damit mache ich aber auch viele B-Rolls. Das heißt, ich filme dadurch nochmal andere Winkel anstatt dem Vlog oder direkt dieses Vorkopf. Und ja, ansonsten ist es noch eine, also ist es auch eine Action-Cam. Und damit mache ich dann zum Beispiel Unterwasseraufnahmen, wenn wir tauchen oder schnorcheln sind. Und ich benutze die Osmo Action ganz gerne für Timelapse. Das heißt, wenn ich dann Sonnenauf- oder Sonnenuntergang fotografiere mit der A74, dann steht die Osmo Action 3 ein bisschen weiter weg und nimmt halt eine schöne Timelapse, also einen Zeitraffer von der Landschaft auf. Genau. Akku hält mega, mega lange bei der Osmo Action 3. Das heißt, Timelapse kannst du tatsächlich über 3, 4, 5 Stunden machen, ohne dass der Akku alle geht. Auch eine Actioncam, die ich tatsächlich empfehlen kann. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen da und abonniere den Kanal, dann verpasst du keine Videos mehr, die in Zukunft kommen. Der Kanal hier, Newman's World, befasst sich quasi im Großen und Ganzen mit der Fotografie. Ich gehe jetzt, habe nicht nur ein spezielles Thema, sondern ich mache Videos quasi zu vielen Themen. Das ist die Landschaftsfotografie, das ist die Wildlife-Fotografie, ich mache Reviews zu verschiedenen Dingen. Und mache tatsächlich auch Urlaubsvlogs und nur cinematische Videos. Also wenn dich das interessiert, dann abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Filter hatte ich gerade schon angesprochen. Hierzu habe ich ein ausführliches Video schon gemacht, ein Review. Das sind Filter der Marke K&F. Das ist ein magnetisches Rundfiltersystem, worauf ich jetzt abgegradet habe. Ich hatte vorher ein Steckfiltersystem mit Rechteckfiltern und das ist jetzt ein Rundfiltersystem. Das heißt, ihr klickt das vorne einfach nur dran, das hält per Magnet und habt dann dementsprechend die Filter, die ihr vorne drauf haben wollt. Hier ist zum Beispiel ein ND8, ein ND64 und ein CPL-Filter drin, ein Polfilter. Und das sind so die gängigsten Filter, die man braucht. Zuzüglich habe ich mir noch ein ND1000 gebraucht, weil ich tatsächlich super gerne Langzeitbelichtungen mache. Und wenn die Sonne scheint, ist das nicht immer ganz so einfach. Auch dieses Filterset kommt jetzt in den kommenden Urlauben immer mit in den Fotorucksack. Ihr seht, es ist klein, es ist super leicht und es nimmt einfach gar keinen Platz weg. Weiterhin habe ich in meinem Fotorucksack quasi einen zweiten Stativkopf. Das ist ein etwas kleinerer Stativkopf wie aktuell auf meinem Stativ. Da komme ich gleich noch zu. Und dieser Stativkopf ist halt einfach für die Osmo Action, die oben drauf kommt. Oder aber für das iPhone. Stativ. Bei mir ist es das Rollei Easy Traveler Stativ geworden. Ist jetzt bei mir seit einem halben Jahr im Einsatz. Und auch damit bin ich mega, mega zufrieden. Wir haben einen Kugelkopf oben, den ihr mittels Schnalle einfach aufmachen könnt und habt dann so die Möglichkeit, den Kugelkopf zu bewegen. Wenn ihr Panoramafotos macht, habt ihr vorne eine rote Schraube, die ihr aufziehen könnt und dann könnt ihr in der Horizontalen den Kopf oben bewegen
Ansonsten ist es ein Carbon-Stativ mit Schnallen an den Füßen, die super schnell auf und zu gehen. Ihr könnt bodennah damit fotografieren, indem ihr einfach die Mittelsäule herausdreht und dann habt ihr nur noch das Stück hier. Könnt die Füße einfach waagerecht machen und habt dann so eine super nahe Bodennähe. Ja, das ist mein zweites Stativ, was ich habe. Es hat mein Rollei Compact Traveler Nummer 1 abgelöst und das Stativ ist super. Es ist super leicht. Ich weiß nicht genau, wie viel es wiegt. Ich glaube knapp über ein Kilo, 1,2 Kilo oder so. Und ja, war auch schon auf Island mit, war mit auf Fuerteventura. Und das heißt, das hat schon ein paar Tage hinter sich. Aber ihr seht, es ist super leicht. Funktioniert noch alles mega. Und ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Neben dem Stativ oder mein Hauptstativ habe ich noch einen Gorilla-Pod. Das ist ein Gorilla-Pod, der hält ungefähr 1,5 Kilo oben aus. Und das ist quasi mein Vlogging-Pod oder mein Vlogging-Stativ, was ich benutze. Ja, ihr habt hier die Füße, die könnt ihr drehen, kippen, hangen, wie ihr wollt. Könnt das quasi überall dran machen, was es hält. Ihr könnt es an Geländer machen, ihr könnt es in Sand stecken. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Füße rutschen nicht, weil sie gummiert sind. Und ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Guckt euch das mal an. Teilweise habe ich sogar die A74 mit dem Sony 200 bis 600 drauf. Auch das hält, obwohl es zu schwer ist, aber es hält. Weiterhin auf Reisen habe ich mein Apple iPad der 11 Zoll Variante, das ist ein iPad Pro mit 128 GB und das benutze ich quasi als Laptop-Ersatz. Kann damit mir auf den Flügen Filme angucken, die ich über Netflix zum Beispiel runtergeladen habe. Ich mache damit quasi das ganze Datenmanagement. Dazu habe ich auch ein separates Video gemacht, ist oben jetzt gerade verlinkt. Wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne an. Ist jetzt schon ein paar Jahre bei mir im Einsatz und ich bin damit wirklich mega zufrieden. Ich hatte auch ein MacBook Pro, fand das allerdings ein bisschen zu sperrig, ein bisschen zu groß. Und für den Urlaub oder für Reisen reicht mir auf jeden Fall das iPad. Man kann damit super abends Netflix gucken, man kann darüber ins Internet gehen und Fernsehen gucken. Ja, Datenmanagement betreibe ich damit, also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Wenn ihr sagt, ihr wollt so leicht wie möglich reisen, wollt aber trotzdem vor Ort eure Daten sichern, schaut euch mal ein Tablet an. Muss ja nicht unbedingt ein iPad sein von Apple, aber ja, ist eine gute Alternative zu einem Laptop. Dann kommen wir zu dem eigentlichen Fotorucksack. Das ist bei mir der Shimoda Explore 30 V2. Ist jetzt ein bisschen schmutzig, weil ich den auch benutze, wenn ich Wildlife fotografiere. Und ja, das ist für mich, für meine Fotografie und Videografie, die ich mache, tatsächlich der perfekte Fotorucksack. Dazu habe ich ein ausführliches Review auch schon gemacht. Schaut euch das gerne an auf meinem Kanal. Ganz kurz, vorne ist zum Beispiel mein persönliches Fach, was ich benutze. Da habe ich AirPods mit drin, da habe ich ein Mikrofasertuch drin, Taschentücher etc. Genau, hier oben ist quasi mein Tech-Fach, da sind die ganzen Ersatzakkus drin, die Kabel, die ich brauche, das Speichermedium, das heißt die externen Festplatten sind da mit drin. Hier oben habt ihr dann noch ein Fach, da ist das quasi das ganze Kamerazubehör drin. Da habe ich zum Beispiel so ein Lens-Kit mit drin, womit man die Linse und die Kamera reinigen kann. Dann ist da drin eine Powerbank, die ich auf Reisen immer brauche. Und hier ist noch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel ein Handystativ. Hier sind weitere Akkus für die Osmo Action 3. Genau, dann ist hier eine Halterung, eine Brusthalterung für die Osmo Action. Das ist quasi das Krimskramsfach. Und ja, wenn ihr dazu genauere oder mehr Informationen haben wollt, dann guckt euch gerne mal ein Video an. Da habe ich den detailliert erklärt. Ich feiere diesen Rucksack. Der ist zwar ein bisschen teurer als andere, aber der ist mega bequem. Ihr könnt zum Beispiel das ganze Gewicht, was ihr auf den Rücken tragt, könnt ihr mittels dieser Schlaufe vorne ranziehen und das entlastet dann so euren Rücken. Also der Rucksack, wirklich ein richtig, richtig guter Rucksack. Ja, das war es im Großen und Ganzen, was bei mir im Fotorucksack dabei ist, wenn ich auf Fotoreisen bin
oder aber auch tatsächlich im privaten Urlaub. Da nehme ich auch das meiste mit. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, was du so mit in den Urlaub nimmst. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du mir ja noch ein bisschen Input geben, was ich noch gebrauchen könnte oder was ich haben möchte. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche bis dahin alles Gute, bleib gesund, genieß den Sommer. Ich hoffe, der kommt jetzt noch. Mach's gut, ciao.